Also Sie entschuldigen, da warten wir noch einen Moment, bis da alle da sind. Ach, die sind alle gestaunt und nicht objektiv. Das ja, hier sehen wir jetzt auch da, das habe ich ein bisschen richtig, so dann sehen wir es besser, nicht wahr? Sie sehen hier auf dieser Scheibe ein mittleres Feld, das ganz hell ist, ein Rand, der ganz dunkel, also grau, sagen wir einmal, ist, nicht? Dann sehen wir ein Übergangsgebiet, wo es von der ganz hellen Grenze, also einen, wenn ich so sagen soll, schwarzen Ring. Ich glaube, das können Sie alle sehen. Und jetzt gucken wir mal, was dahinter steckt. So. Sie sehen, das ist eine rotierende Scheibe. Auf dieser Scheibe, da ist ein solcher heller weißer Stern aufgemalt. Es gibt hier nur zwei Helligkeiten auf diesem Stern, nämlich das mittlere Weiß und das Schwarz. Jetzt wollen wir wieder schauen, ob das wahr ist. Ja, wir können es direkt nur drauflegen, nicht wahr? Da. Und da, jetzt denken wir mal die Grenzen ab. Und schon sehen Sie, nicht wahr, dass die Felder, die Außenfelder und das Innenfeld völlig gleichmäßig hell sind. Weil die verschiedene Helligkeit kommt hier durch die Punktdichte, nicht wahr? Also die Punktdichte ist außen innen die gleiche. Und unsere Erfahrung ist wieder subjektiv. Wir werden sozusagen belohnt durch unsere Sinne. Jetzt gucken wir uns. Wieder steht das eigentlich das an. Ich mache das ja, das war schon mal. Und wenn ich jetzt die rote Lampe anmache, dann gibt es einen Schatten im Rahmen, das müssen wir erst ausmachen. Licht aus. So, Sie sehen hier also jetzt, und ich stelle da extra an die Stelle, wo dieser Schatten ist, also wo kein rotes Licht hinkommt. Das müssen wir uns merken, an die Stelle kommt kein rotes Licht. Da stellen wir jetzt den Stecker hin. So, machen wir das rote Licht aus, jetzt machen wir weißes Licht an. Dann kriegen wir hier drüben einen Schatten und dort, wo vorher kein rotes Licht hin kann, kommt jetzt weißes Licht hin. Jetzt wollen wir sehen, noch nicht. Wenn wir jetzt die rote Lampe auch noch einschalten, dann darf doch an der Stelle es nur weiß sein. Bitte. Und sehen Sie, es ist wunderschön grün. Und hier der andere Schatten, der wird eine wunderschöne, hellbrückende Farbe. Also Sie sehen, wir kriegen wiederum etwas vorgetäuscht durch unsere Sinne, was in Wirklichkeit gar nicht vorhanden ist. Nochmal den Stern. Jetzt beleuchten wir. Und dann werden Sie sehen, nicht wahr, dass je nachdem, wie wir beleuchten, können wir jetzt aus dem, was wir da sehen, alle möglichen Dinge, wie die natürlich nicht mal machen, nämlich, da sehen Sie, das kriegen wir also einen Stern, den wir schon kennen, und zwar jetzt einen sechszackigen Stern, wie wir vorher gesehen haben, der rechts rumläuft oder links, links rumläuft, besser dann nochmal links rumläuft, nochmal so, nicht wahr, je nachdem, dann kann er noch stillstehen, also mehr Zeit lassen Sie den still, und dann können wir aus dem sechszackigen Stern einen zwölfzackigen Stern machen. Und dann können wir aus dem zwölfzackigen Stern, der auch links rumlaufen kann oder rechts rumlaufen kann, können wir auch einen 18-zackigen Stern machen. Alles, was wir wollen, können wir da draus machen. Und zwar durch gewisse Veränderungen, in dem Fall der Beleuchtung. Und damit sehen Sie also, dass es nicht nur die Sinne sind, sondern dass auch gewisse äußere Momente durchaus uns Dinge vortäuschen können, die gar nicht real existent sind, also die gar nicht zur realen Außenwelt gehören. Dankeschön. Ich glaube, sich die eine Kugel fällt runter und die andere, die tritt in ihrem Fall gesehen, nicht mal nach rechts und fliegt dann hier heraus. Das heißt also, die beiden Kugeln werden zu gleicher Zeit losgelöst und die eine macht so und die andere macht so. Je nachdem, wie groß der Tritt ist, das wollen wir jetzt nicht im Einzelnen machen, je nachdem, wie groß der Tritt ist, kann sie weit fliegen oder weniger weit fliegen. Gut, also selbstverständlich, die eine, die da weiterfliegt, die kommt später an. Also hier folgendes passiert, es wird die eine aufschlagen, Klick machen, nach einiger Zeit macht die andere klar. Nicht wahr?
So, und das machen wir, ich darf noch eines sagen. Sie müssen natürlich auf die ersten Klicks und Klacks achten, nicht wahr? Denn die Kugel, die werden natürlich auf den Boden aufschlagen, reflektieren und dann wieder auf den Platz. Da liegt sich die später rechnen. So, also los. Ihr habt gehört, nicht wahr? Die beiden Kugeln schlagen. Die Fallzeit, die ist unabhängig davon, ob ich nur den senkrechten Weg mache oder ob ich den wesentlich größeren Weg mache, der also einer Fallparabel entspricht. Nun, wir wollen den Versuch nicht heute noch nachlesen. Ein zehnmal so schwerer Körper, der fällt zehnmal so schnell. Nun, bis zu Galilei hat kaum jemand gewagt gegen diese Dogmatik, die als der polyaristotelische Logik daran zu gehen. Und erst der Galilei hat gesagt, ja, wenn schon, dann müssen wir es mal probieren. Das heißt, wir müssen einen Versuch machen. Nämlich schon der alte Kant, der hat gewusst, nicht wahr, alle Erkenntnis von Dingen aus bloßem, reinem Verstand oder reiner Vernunft ist nichts als lauter Schein und nur in der Erfahrung ist Wahrheit. Erfahrung ist also für uns jetzt das Experiment, wobei wir zu abstrahieren haben von allen Einflüssen, die durch unsere Sinne, also durch die Beobachtung, unter Umständen auch durch den Beobachtungsapparat hereinkommen. Der Beobachtungsapparat, denken Sie, wir haben hier dieses Rad da beobachtet mit einem Beobachtungsapparat, also mit einer Beleuchtung. Das war eine stroboskopische Beleuchtung. Wenn Sie nicht wissen, was stroboskopische Beleuchtung ist und wenn das irgendwo her ist, stroboskopische Beleuchtung ist, und dann sehen Sie, dass der Aristoteles recht hat. Ja, und dann hat der Galilei gesagt, ja, aber liebe Leute, ihr müsst ja abstrahieren von den Störeinflüssen. Und im Falle dieses Falles, also Fall, drei Falles, da sind die Störeinflüsse gegeben durch die Luft. Dann haben wir also diese Röhre evakuiert, da ist dann ein Vakuum drin. Und was ist Vakuum, nicht? Das ist also eine verdünnte Luft, ein verdünntes Gas. Und was wir da drin haben werden, das wird zur Größenordnung ein Millibar sein oder ein Torr, also ein Millimeter HG, diejenigen, die neue Einheiten noch nicht kennen. Sagen Sie mir Bescheid. Ja, können wir wagen? Na ja, gut, aber vielleicht mal wagen. Kann ich noch mal gucken, nicht mehr. So, also dann los. Sehen Sie? Sind beide gleich schneller runtergekommen, hintereinander weg. Also, Gas mit dem Wasser drin in dieser Konfiguration herunterfallen. Aber so können wir das nicht machen. Man hätte es natürlich modellmäßig machen können, indem ich statt dieses Wasser, das da drin ist, da hätte ich ein Stück Fischkörper reinmachen können, nicht? Der wäre natürlich, wenn ich umgekippt hätte, auch rausgefallen, nicht wahr? Beziehungsweise, wenn ich es losgelassen hätte, wäre gemeinsam heruntergefallen. Aber ich will ja was ganz anderes, auf was anderes hinaus. Ich will fragen, wie können wir das jetzt machen, dass das Wasser nicht rausfällt? So. Dann wollen wir das jetzt erstmal machen. So. Also. Das Wasser fließt nicht raus. So. Und warum fließt nicht raus? Es tut auch wirklich eins rein. So, sehen Sie, jetzt machen wir wieder das Gleiche. Das Wasser fließt nicht heraus. Einfach deswegen, wir können jetzt sagen, weil es infolge seiner Trägheit drin bleibt oder weil der Eimer bei dieser Drehbewegung in senkrechter Richtung
mindestens so schnell oder schneller fällt als beim freien Fall. Und damit haben wir also jetzt sozusagen eine neue Eigenschaft der Materie, nämlich die Trägheit. Das sei also am Bankschalter und ich will die möglichst schnell in die Tasche haben. Dann mache ich es so, dann bleibt sie aber da. Man muss etwas über die Trägheit wissen. Übrigens ist die Trägheit ist natürlich auch unter Umständen eine sehr unangenehmes Problem. Ein bisschen Kartonpapier. Gut, und jetzt überlegen Sie. Jetzt nehmen Sie mal ein Stückchen da, nicht so ein Quadratzentimeter am Rand. Dann denken Sie sich jetzt mal rausgeschnitten, nicht? Dann ist ja dieser eine Quadratzentimeter in der gleichen Situation wie der eine, nicht? Der soll jetzt auf den Kreis rumgeführt werden. Also muss dieses innere Papier, das muss an diesem Stückchen da nach innen ziehen und wird mit dem gespannten Papierblatt das Holz da durchsägen können. Dazwischen ist ein Dreiwegehahn und ich kann an beiden Enden von dem Gasrohr, das ist eine Röhre, da kann ich jetzt eine Seifenblase machen. So. Und da haben wir hier und hier die entsprechende Suppe. So, jetzt haben wir also da zwei Seifenblasen. Und jetzt wollen wir mal sehen, was passiert, wenn wir das Rohr jetzt zumachen, das heißt die beiden miteinander verbinden, machen Sie es dann. Das ist doch klar, selbstverständlich, dass die große Blase zusammendrückt und die kleine aufbläst. Doch selbstverständlich. Also machen wir es doch. Was? Bitte noch mal blasen. Oder? Ach so. Ja, nochmal. Es kommt manchmal vor, nicht wahr, dass wenn wir das zu lange vorher hängen lassen, dass sich dann an der Stelle auch nochmal eine dünne Seifenhaut bildet und dann ist sozusagen das Ding abgesperrt. Ja. Ja, nicht so geeignet. So, also jetzt machen Sie es einmal zusammen. Es ist nicht selbstverständlich, nicht wahr? Also die Kleine, die Große, die frisst die Kleine auf, nicht wahr? Nur das ist jetzt einfach im Grunde genommen ein Vorgang, den wir jeden Tag überall erleben. Dass die Großen die Kleinen auffressen, da braucht man gar keine Treuhandgesellschaft dazu, sondern das geht auch so. Und jetzt können wir das Gleiche noch einmal machen. Wir haben hier eine Schale, da ist ein bisschen gesäuertes, Schwefelsäure, angesäuertes Wasser drin, das hat also nichts weiter zu bedeuten. Und wir gießen jetzt da Quecksilber herein, in kleinen Mengen, nicht wahr? Sie brauchen also keine Angst zu haben, dass dabei irgendetwas passiert, dass sie vergiftet wird, nicht wahr? So, jetzt haben wir viele, viele kleine Quecksilbertropfen und dann erleben wir wieder genau das Gleiche, was wir vorher erlebt haben, nicht wahr? Da bildet sich ein ganz Großer und der ganz Große, der frisst dann alle Kleinen auf und zum Schluss, da ist er ganz allein übrig. Manche halten sich eben
dahinter physikalisch, dahinter steckt. Schon wieder so eine kleine. Ich kann Ihnen natürlich hier kein Physikkolleg halten, hinter all diesen Dingen. Ich sage dazwischen hinein ein bisschen Wasser. Dann hältst du es halt. Also, auseinanderzuziehen. Also, ich lege es noch auseinander, nicht? Aber ich muss mich schrecklich anstrengen, nicht wahr? Dieses Experiment, das sehen Sie sehr häufig im Fernsehen. Und zwar, ich weiß nicht, wie Cookie nennt oder wie das soll. Da sehen Sie natürlich den ganzen Schwindel dieses Experiments, den Schwindel der Werbung. Ich meine, wenn Sie überhaupt zweifeln, dann zweifeln Sie an jeder Werbung. Das würde ich sagen, das geht noch über das Gesetz, das uns vorher bei Ostwald eingeprägt hat. Das heißt also, es ist nicht etwa die Tatsache, dass ich da diese Schmiere, ich weiß nicht, wie sie heißt, die hat einen Namen, aber Namen darf man ja nicht nennen, nicht wahr? Die man da dazwischen tut, nicht wahr? Sondern es ist was ganz anderes, das könnte ich Ihnen auch sehr einfach erläutern. Es ist wieder die Oberflächenspannung, die hindert, dass ich also aneinander vorbeischiebe. Das geht sehr leicht. So, Sie sehen, wenn ich jetzt an dieser Rolle ziehe, ich möchte sie zu mir her haben, nicht wahr? Denk nicht dran herzukommen. Also willst du denn nicht? Doch, doch, sie will schon. Also los zu mir her. Tut sie nicht, nicht wahr? Vollkommen ungehorsam. Halt, komm mal her, so. Also, je nachdem. Selbstverständlich, wenn ich da dran in diese Richtung ziehe, nicht wahr? Dann kommt die her. Nein, die läuft weg von mir. Warum das so ist, das will ich Ihnen jetzt nicht im Einzelnen erklären, weil wir noch mehr zu tun haben und im Grunde fortfahren müssen. Strom durchfließen, so, und Sie sehen, nicht mal da unten ein Maßstab, da, wenn der Draht sich jetzt ausdehnt, dann muss natürlich dieses Gewichtsstück nach unten sinken, schalten Sie mal ein, und das tut es auch, nicht wahr, sozusagen wie die Selbstverständlichkeit ist befahren. Gut, dann können wir wieder ausschalten, dann geht es wieder nach oben. Und jetzt nehmen wir mal einen anderen Stoff. Nämlich als anderen Stoff nehmen wir jetzt Gummi, also Kautschuk. Kautschuk kann man nicht in Draht machen, aber man kann ein Band, Kautschukband, und aus dem Kautschuk kann man auch keinen Strom durchfließen lassen. Dann haben wir außen drumherum eine Gasröhre, und da drauf ist eine Heizwicklung. Also das ist jetzt ja natürlich nicht das Entscheidende. Und jetzt tun wir den mal erwärmen, den Kautschuk. Wollen wir mal sehen, was jetzt passiert. So. Der sitzt da unten auf dem Tischchen auf und dann sagen Sie, tu mal das Tischchen weg, sonst kann der sich ja nicht ausdehnen. Da haben wir gar nicht wegzutun, das Tischchen, nicht wahr? Denn was tut der? Der macht genau das Gegenteil, der zieht sich zusammen. Also, der Kautschuk hat ein ganz anderes thermisches Verhalten bezüglich der thermischen Ausdehnung als etwa ein Metalldraht. Eine solche Glocke verfertigt und wenn man nun die anschlagt, da ist so ein kleiner Türbe drin, nicht wahr? Das ist so erbärmlich, nicht wahr? Also ja, warum? Das sind sozusagen die elastischen Eigenschaften, einerseits von Bronze, von Stahl und so weiter, nicht wahr? Auf der anderen Seite von Blei. Das Blei ist sozusagen ein Stoff, der sehr stark schon in die Richtung des Plastischen geht. Und jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt kühlen wir mal diese Glocke da, diese Bleiglocke, auf minus 200 Grad ab. Also ich hänge sie da jetzt in flüssige Luft herein. Zeitlang, bis sie eine Temperatur von minus 200 Grad ungefähr hat, nicht wahr? Minus 200 Grad Celsius, natürlich auch dazu sagen. Und dann wollen wir mal sehen, was sie dann tut und wie sie dann klingt. Und wir werden sehen, nicht wahr, dass es dann eine wahre Freude mit dieser Glocke ist, nicht wahr? Dass wir sie dann sogar als Christenblöcke einzubringen können. Thank you.
Damit sind wir also sozusagen schon bei plastischen und elastischen Stoffen. Nun, Sie kennen alle so diese Plasteline da, nicht wahr? Oder Knete, sagen die Kinder, nicht wahr? Wenn man so ein Ding hat, dann kann man den verformen, da kann man so Kuchen drücken und weiß Gott was, alles Schönes mit. Da kann man wieder eine Kugel formen, nicht? Und so weiter. Je wie man es formt, so bleibt es auch, nicht? Wenn man dann das hinschmeißt, dann bleibt es, da ist nichts mehr dran, nicht? Alles, nicht? Und dann auf der anderen Seite, da wissen Sie auch, nicht? Da gibt es zum Beispiel Gummi, so einen schönen Gummiball. Da ist jetzt schon gar nichts mit dem Zerdrücken, nicht? Weil das geht nicht, also eine Verformung ist da gar nicht möglich, nicht? Nicht möglich, nicht? Aber wenn ich den jetzt da hinwerfe, oder je nachdem, was ich damit mache, dann ist der sehr elastisch. Also wir haben hier einen sehr elastischen Stoff dadurch ausgezeichnet, dass er, wenn jemand eine Formänderung ihm aufoktroyiert, also zum Beispiel durch draufschlagen oder was es auch immer sei, dass er dann sich sofort wieder in die alte Form begibt. Und einen plastischen Stoff, den kann ich also verdrücken und verdrehen, wie ich will, der behält diese plastisch veränderte Form bei. Und dann habe ich hier auch wieder so ein Ding, nicht wahr? Das ist ganz ähnlich, sehen Sie, wenn ich das da jetzt so zerdrücke, nicht wahr? Genauso wie so diese Plasteline da, nicht? So, jetzt tue ich das mal auch ein bisschen schöner formen, nur noch ein bisschen schöner formen, ein bisschen Kugel machen, nicht wahr? So, die Frauen so Knödel drehen, nicht wahr? So, jetzt haben wir da so eine schöne Kugel, nicht? Und die kann ich da auch machen, schmeiße ich die hin. Aber mal schauen, was der tut. Der ist hochelastisch. Der ist hochelastisch. Obwohl vorher der vollkommen plastisch war. Nicht? Naja, dann, das ist natürlich ein Nachteil. Nicht? Weil bei denen passiert das nicht. Und die Achse, Rad drauf, das kann sich dann ganz drehen. So. Die Achse, die jetzt hier hat, hier ein Gelenk, sodass also, wenn die Achse da hier die eine Horizontalstelle und wenn ich das jetzt loslasse, dann kippt sie runter. Das ist selbstverständlich, dass ich ganz klar würde. Weil kein Mensch dran lassen, das tut nicht. So, jetzt drehen wir den Kreisel mal an. Machen wir wieder das Gleiche, nicht wahr? Sehen Sie, ich habe ihn hier so horizontal wieder hingestellt, was los, der kippt gar nicht runter, nicht wahr? Sondern macht was ganz anderes. Er macht so eine Drehbewegung, die man eine Präzessionsbewegung nennt. Und das heißt also, das Verhalten eines solchen rotierenden Körpers ist völlig anders, das Verhalten eines Kreisels. Völlig anders als das eines nicht rotierenden Körpers. Das Gleiche können wir auch hier nochmal machen. Sehen Sie, da ist auch so die Achse, hier ist das Rad, das sich dreht, der drehende Körper. Und nun können wir zum Beispiel auf diese Seite so ein Gewichtsstück hängen. So, kommen wir hin. Dann gibt es wieder runter. Genau, was wir da auch erfahren haben, wenn wir da hinhängen, gibt es natürlich auf der anderen Seite herunter, und da ist gar nichts so. Es kann sich also jetzt um diese Achse drehen, es kann sich um diese Achse drehen, und es kann sich, wie gesagt, das Rad um diese Achse drehen. Also drehbar um drei Achsen, dieser ganze Körper als solcher ist drehbar um drei Achsen. So, und jetzt drehen wir den also auch an. Nun machen wir wieder das Gleiche. Wir hängen da wieder unsere Gewichtsstücke hin. So. Was sehen Sie? Dann macht er auch diese Präzessionsbewegung, wie wir es eben gesagt haben.
Und wenn man es auf die andere Seite hängt, wenn man das weghängt, dann bleibt er wieder stehen. Wenn man es auf die andere Seite hängt, nicht wahr, dann präzidiert er nach der anderen Seite. Nicht? Und zwar jetzt etwas schneller. Warum präzidiert er jetzt schneller? Jetzt hängt das Gewichtsstück hier, das Drehmoment, ist jetzt durch diesen Hebelarm gegeben. Vorher war es nur durch den halben Hebelarm gegeben, also wir haben das doppelte Drehmoment. Und aus dem Grund ist die Präzisionsfrequenz doppelt so groß. Also, ich bin jetzt auf diesem Schemel um diese senkrechte Achse völlig frei drehbar. Es gibt keine Möglichkeit, mich umzudrehen, wenn ich mich da unten umdrehen will. Nicht, dann geht das ganz leicht. Warum geht das? Weil durch die Reibung meiner Schuhe auf dem Erdboden ich eine Kraft auf mich, die einen Drehmoment ausüben kann. Damit kann ich durch dieses Drehmoment von der Bodenreibung mich herumdrehen. Das kann ich jetzt nicht. Es sei denn, dass der Herr Kretschmann da ist und ich sage so, da bleiben nicht, dann kann ich das natürlich nicht umdrehen. Oder brauche ich einen da draußen? Wenn ich jetzt also nicht diesen habe, was kann ich jetzt dann alles machen? Also nehmen Sie jetzt an, ich bin Astronaut im Weltraum draußen. Der ist ja genau in der Situation, der will sich rumdrehen. Und da gibt es also zum Beispiel so einen Fahrradkreis, da so ein Stück damit. Nicht? Und dann macht er das einfach so. Und dann dreht er sich durch. Wenn er dann wieder anhalten will, dann hält er das an. Und wenn er andersrum will, dann dreht er sich durch. Und wenn er anhalten will, dann kann er es auch so drehen. Nicht? Dann hält er auch wieder. Dann kann er es wieder so rumdrehen. Und dann gibt er es also dem Herrn Kretschmann. Und angenommen, wenn Sie ja nicht so einen Kreis mitnehmen wollen, Sie wollen als Astronaut im Weltraum gehen und wollen dafür sorgen, dass wenn da die Sonne ist und die Sonne da oben nicht war, wie soll sie also jetzt blenden? Da wollen Sie sich wegdrehen. Ja, Sie können ja nicht, wenn der Kreis spricht nicht da. Dann rate ich Ihnen, nehmen Sie, das ist immer gut für den Weltraum, einen Spazierstock. Sehen Sie, wenn Sie den dabei haben, dann können Sie sich also bequem herumdrehen. Das geht zwar vielleicht ein bisschen langsamer, der für früher
unsere Zeiteinheit eine große Rolle spielte. Der Oswald hat uns ja gesagt, wir sollten an allem zweifeln. Kommt man vielleicht auch auf die Idee, nicht wahr, wenn man da nicht auch immer daran zweifeln. Aber Lichtenberg hat gesagt, nein, alles ausprobieren, nicht wahr. Also gehe ich rein. Der Niels Bohr, der deutsche dänische Physiker Niels Bohr, der ist, das war in den 30er Jahren, als in Kopenhagen im Institut von Bohr ein Hochspannungsgenerator aufgebaut wurde und ihn seine Leute eingeladen haben, er soll ins Labor kommen zur Vorführung. Bohr war ja Theoretiker, nicht wahr? Das ist ja das Wesentliche. Und dann haben sie gesagt, ja, Herr Bohr, jetzt wollen Sie nicht einmal ein Fahrradkäfigchen einbringen. Die hatten also eine Million Volt da, nicht? Und dann hat der Bohr gemeint, ja, wissen Sie, die Theorie sagt ja, dass das nicht passiert. Aber ich möchte doch lieber vorsichtig sein. Er ist also gerade nicht in den Käfig gegangen, aber ich gehe jetzt hinein. So. Instrument oder wie Sie es auch nennen wollen, der Elektrostatik. Was hier das Wesentliche ist, das ist das Skin-Effekt. Mehr will ich gar nicht dazu sagen, nur für diejenigen, die Physiker sind, die sollen wissen, dass das das Skin-Effekt ist. Ja, und damit sind wir ja ziemlich am Ende angelangt und haben jetzt also gesehen, was es alles für schöne Dinge gibt. Und habe ich nur noch eines zu sagen. Das ist Folgendes, was Sie hier sehen, das ist die Dampfpumpe von Denis Papin. Und Herr Ackermann wird jetzt kommen, wird Ihnen die noch einmal kurz erläutern und dann wird Herr Dopan Sie vorführen, wenn Sie sich also noch ein bisschen gedulden wollen. Herr Ackermann ist schon da und darum darf ich Ihnen also das bitten. Also für die, die das noch anzählen wollen, dauert vielleicht 10 Minuten, wäre es ganz einfach, ein Pulvermotor, Luftpumpen und vielen Vakuumexperimenten beschäftigt. Er ging dann nach London zu Boyle, der bekannt ist von dem Boyle-Mariotte-Gesetz, der bei der Royal Society tätig war. Er hat sich dort mit Vakuum und Druck beschäftigt, mit der Windbüchse und hat damals den Dampfkochtopf mit Überdruckventil erfunden. Eine damals großartige Erfindung, weil man damals noch gar nicht Druck messen konnte und das Überdruckventil hat überhaupt erst die gefahrlose Hantierung erlaubt. Das werde ich nachher noch zeigen, wie das aussah. Er wurde dann Mitglied der Royal Society, hat es da nicht lang ausgehalten, ging dann nach Venedig, hat Experimente an der Niere gemacht, bei Unterdruck und Überdruck, erste Membranexperimente,
an biologischen Systemen, hat sich mit Schallfunkenphänomenen beschäftigt und hat sich mit den Eigenschaften des Quecksilbers befasst. Er ging dann wieder nach London zur Royal Society, er wurde dann angestellt als Temporary Curator of Experiments, also man muss sagen, das ist einer, der einen Zeitvertrag hatte für die Betreuung und Durchführung von Experimenten. Experimentiert wurde damals nicht an den Universitäten, das war Papierinstitute, sondern an den Akademien. Die Akademien waren sozusagen die Forschungseinrichtungen jener Zeit. Zu jener Zeit wurden dann auch die Newtonschen Axiome formuliert, damit Sie sich ein bisschen orientieren können, was in der Zeit sich abgespielt hat. Und dann kam er nach Marburg als Professor für Mathematik 1688, also vor 303 Jahren. Er war hier als Professor registriert bis zum Jahre 1707, war aber in Marburg körperlich anwesend nur bis 1695, er ist dann nach Kassel gegangen, weil an der Stelle war ein Plattenventil, auch das hat Papin erfunden, er hat vielerlei Ventile erfunden, Überdruckventil, Plattenventil, Dreiwelthahne, mehrere solche Dinge gehen auf ihn zurück und das Ventil macht uns so auf und lässt nun hier gegen den Luftdruck, der in diesem Behälter natürlich vorhanden ist, lässt er das Wasser einströmen. Wenn das Wasser hier einströmt und der Topf ist zu, dann wird die Luft zusammengepresst und das Wasser steht unter dem Druck der zusammengepressten Luft und ist sozusagen jederzeit unter Druck verfügbar. Dann macht das Plattenventil, wenn hier das Wasser unter Druck steht, zu, es wird von oben zugepresst und kann dann nicht mehr zurückfließen. Dann wird in diesen Fülltrichter Wasser eingefüllt und hier ist wieder ein Plattenventil, das geht nach unten auf. Dann fließt das Wasser hier aus dem Fülltrichter zurück. Fließt hier in den, Sie hören jetzt dann die Ventile schlagen, also jetzt der erste Prozess, Herr Dobmann, er führt es deshalb vor, weil er bei der Herstellung in der feinmechanischen Werkstatt wesentlich beteiligt war an der Erstellung des Geräts. Er wird jetzt also den Frischdampfhahn öffnen, da hören Sie jetzt das Ventil schlagen und sehen auch hier jetzt, dass der Druck angestiegen ist, auf etwa vielleicht ein Drittel oder 40% des Volumens und entsprechend ist die Luft komprimiert worden und jetzt steht es unter einem Luftdruck, der etwa 0,4 bar ist, das entspricht jetzt der komprimierten Luft, der Überdruck. So, jetzt macht Herr Dobmann diesen Hahn auf, indem er den Dampf oben entlastet, damit es dann zurückströmen kann. So, und jetzt, wenn er jetzt hier den Hahn aufmacht, diesen Hahn, dann kann jetzt der Windkessel seine unter Luftdruck stehendes Wasser jetzt sprühen lassen und das sehen Sie jetzt. Das ist vermutlich die physikalisch berühmteste Entdeckung, die bisher in Marburg gemacht wurde. Die Erfindung der Dampfmaschine, sowohl der atmosphärischen wie auch der unter Druck, gehören technologisch zu den wohl bedeutendsten Entdeckungen überhaupt und sicherlich auch hier und vielleicht in ganz Hessen.